willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Wir grillen heute das vermeintlich beste Wagyu-Steak Deutschlands. Und dazu machen wir direkt drei sehr außergewöhnliche Toppings, die ihr wahrscheinlich so noch nicht auf dem Schirm hattet. Eins dieser Toppings ist ein Geschmackshighlight sondergleichen. Das andere ist sehr klassisch und das werden wir vergleichen mit einem, was sehr außergewöhnlich ist. Und was Schokolade damit zu tun hat, das klären wir in diesem Video. Los geht's! Ich weiß, jetzt kommen direkt die ersten Kommentare, das Steak ist doch viel zu dünn, aber nein, ist es nicht. Das hat absolut genau so seine Berechtigung, weil wenn ihr euch dieses Wagyu Steak anschaut, das ist hier aus NRW in Deutschland. Dieser Grad an Marmorierung von Fett bei einem Vollblut Wagyu, der lässt es gar nicht zu, dass wir hier ein 3 oder 4 cm Steak von grillen. Denn würden wir das tun, könnten wir damit eine ganze Fußballmannschaft sättigen, weil das Steak so mächtig ist. Darüber hinaus schmeckt es einfach nicht so gut wie diese Steaks so dünn. Wie wir die gleich perfekt machen in dieser Dicke, zeige ich euch natürlich auf dem Grill auf der Plansche. Bevor wir das aber machen, damit wir das Steak nicht wieder kalt werden lassen, bereiten wir unsere Toppings einmal vor. An der Stelle der obligatorische Hinweis, wenn euch das Video am Ende gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo dalassen, damit würdet ihr uns sehr supporten. Und wenn ihr irgendwas hier von den Produkten braucht oder sonstiges rund um euren Grill oder auch neuen Grill, schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort verlinke ich euch die meiner Meinung nach besten Produkte. Und mit eurem Einkauf über einen dieser Links könnt ihr meistens etwas sparen und uns damit supporten. Dankeschön und jetzt kümmern wir uns um die Toppings. Starten wir absolut klassisch. Wir werden natürlich das Steak gleich einmal komplett ohne Gewürze probieren, dann einmal mit ein bisschen Salz bzw. einem Steakgewürz und dann geht es allerdings hauptsächlich um unsere Toppings und wir starten mit einer Chimichurri. Ich verlinke euch unten ein Rezept auf unserer Website, haben wir schon mal ein Video zu gemacht, wie ihr eine Chimichurri gut selber machen könnt. Wenn ihr allerdings faul seid, so wie ich heute, dann gibt es Chimichurri auch schon fertig als Gewürzmischung mit ein bisschen Wasser oder Öl zum Anmischen bzw. direkt als würziges Chimichurri. Das werde ich heute benutzen. Bei Topping Nummer 2 geht es jetzt um gebeiztes Eigelb. Total simpel herzustellen, habe ich euch aber auf dem Kanal noch nie gezeigt. Deswegen jetzt einmal in der Kurzanleitung, kriegt ihr sofort hin und nachgemacht. Ansonsten findet ihr wie immer aber auch unten in der Videobeschreibung natürlich alle Rezepte nochmal als PDF zum Download. Wir brauchen 3 Teile Salz, ein Teil Zucker, je nachdem wie viel Eigelb ihr macht, halt eine entsprechende Menge. All das werden wir jetzt einmal miteinander vermischen, dass es gleichmäßig verteilt ist und danach werden wir das Eigelb vom Eiweiß trennen und nur das Eigelb hier in unserer Salz-Zucker-Mischung begraben. Es muss gut bedeckt sein und wandert dann für 5 Tage in den Kühlschrank. 5 Tage sind natürlich eine lange Zeit, das gebeizte Eigelb ist dafür allerdings auch 2 Wochen haltbar im Kühlschrank. Leider habe ich für dieses Video allerdings es auch nicht ausreichend lange vorher in den Kühlschrank gelegt. Bedeutet, wir müssen gleich mal gucken, wie das Eigelb geworden ist. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch das gut zeigen kann. Jetzt kommen wir aber zu Topping Nummer 3 und da kommt unsere Schokolade ins Spiel. Und da müssen wir nicht viel vorbereiten. Wir nehmen uns eine Zart-Bitter-Schokolade, also eine dunkle Schokolade und eine Raspel. Die brauchen wir übrigens auch gleich für das Eigelb. Und damit werden wir gleich ein paar Schokoraspeln auf die Tranchen unseres Steaks geben. Das soll angeblich perfekt miteinander harmonieren. Also dieses Bittere aus der Schokolade mit diesem bisschen Süßen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. Ich stelle es mir komisch vor, aber wir werden es heute in diesem Video testen und ehrlich bewerten. Jetzt kümmern wir uns aber um den Hauptdarsteller, nämlich das Steak. Das Steak haben wir jetzt erst ausgepackt, damit es uns hier bei Zimmertemperatur nicht einfach zerläuft, weil man merkt, sobald man mit den Händen hier lang geht, sind die ganzen Fingerspitzen voll mit Fett. Dieses Wagyu-Fett hat einen sehr, sehr niedrigen Schmelzpunkt. Man erkennt auch, vom gefrorenen Zustand her ist das Fett sehr weiß. Und sobald es in Richtung Zimmertemperatur, allein schon die Kühlschranktemperatur reicht aus, geht, verfärbt sich dieses Fett in die Richtung Gelb. Und je gelblicher das Fett ist, desto wertiger tatsächlich so dieses Wagyu-Steak, weil das für viele ungesättigte Fettsäuren spricht. Und von daher ist so ein Steak gar nicht mal so ungesund. Trotzdem ist natürlich der Fettgehalt wirklich hoch. Deswegen ein dünnes Steak mit Freunden teilen, aber der Genuss ist es wirklich mal wert. Das ist auch der Grund, warum ich mir Marinadenhandschuhe angezogen habe. Auf dem Grill haben wir jetzt schon den Grill einmal volle Pulle vorgeheizt, eine Plansche mittig im Grill platziert, die ist auch vorgeheizt und bei voller Leistung eines Broilkings werden wir jetzt gemeinsam dieses Steak von beiden Seiten richtig schön anknuspern und mehr braucht es nicht. Wenn es außen richtig goldbraun gefärbt ist, kommt es runter und dann ist wichtig,
direkt anschneiden und essen. Denn ein Wagyu Steak entwickelt sein volles Aroma, wenn das Fett richtig schön warm ist und ihr drauf beißt und das Fett im gesamten Mund verströmt und diesen Geschmack transportiert. Es ist absolut ein Highlight, solltet ihr mal probiert haben, wenn ihr so ein Steak mal probieren wollt. Ist keine günstige Angelegenheit, aber ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Der Grill ist sichtbar heiß. Unser Steak darf jetzt hier nicht lange neben der Hitze vom Grill bleiben. Ich werde jetzt hier mit dem Fat Cap von diesem Rumpsteak einmal die Plansche ein bisschen einfetten, nur in dem Bereich, wo ich das Steak hinlege. Und dann backe ich es im eigenen Fett hier drin aus. Funktioniert wunderbar. Das Steak hat die Plancha gerade so berührt und sofort tritt das Fett extrem stark aus. Wir haben überall jetzt schon gleichmäßig Fett. Das Steak brutzelt, als würde es fast da drin frittiert werden. Und jetzt gleich werden wir es einmal wenden. Ich denke, wir werden es so 2-3 Mal flippen von jeder Seite. Und wenn es dann schön aussieht, nehmen wir es direkt runter und schneiden es an. Keine Angst haben, wenn ihr ein Steak grillt, egal ob es jetzt ein Wagyu ist oder ein anderes Steak, drückt es wirklich immer schön flach. Es wird dadurch nicht weniger trocken, ganz im Gegenteil, ihr bekommt noch mehr Röstaromen. Ihr hört das, wenn ich nicht drauf drücke, versus wenn ich drauf drücke, es fängt direkt an zu brutzeln, weil es Kontakt herstellt zum Grillrost oder zur Plancha und dann kriegen wir Röstaromen. Die Maillard-Reaktion, das, was so richtig schön braun aussieht. Und das wollen wir bei dem Steak hier in maximaler Gänze haben. Genau so, wie es jetzt schon aussieht, soll es aussehen. Schön goldbraun gefärbt. Steak ist fertig, jetzt geht's an die Toppings. Einmal rüber. Was wir jetzt direkt als erstes machen, das sind wir diesem Steak, das sind wir dieser Qualität schuldig, ist einmal das Steak komplett ohne Gewürz zu probieren. Das Messer gleitet hier durch, als wäre es ein Stück Butter. Also man braucht wirklich gar nicht drücken, was auch immer. Eigentlich bräuchte ich gar nicht schneiden. Ich könnte es wahrscheinlich zerdrücken. Und einmal auf euch. Man braucht keine Zähne. Meine Hände sind jetzt schon voller Fett. Einfach nur gegen den Gaumen zerdrücken und es strömt aus. Man hat direkt diesen Fleischaroma, aber so ein Hauch Salz würde es nochmal intensivieren. Aber ihr merkt schon, ich würde auch so einfach weiter essen. Ich muss einmal Hände sauber machen. Im nächsten Step testen wir jetzt einmal das Steak mit Gewürz und zwar mit den Steak-Gewürzen, die wir zusammen mit euch entwickelt haben. Einmal ein etwas klassischerer Steak-Pfeffer, trotzdem mit einer sehr speziellen Note noch mit dabei. In solchen Momenten will ich eigentlich gar kein Video mehr machen, ich will einfach nur noch essen. Es tut mir leid, aber das ist wirklich himmlisch und das habe auch ich nicht alle Tage, leider. Wobei, ist auch gut so, sonst wäre es nichts mehr so Besonderes. Und einmal das andere Steak-Gewürz. Es ist Wahnsinn, wie dieses Steak im Mund zergeht, wie es seine Aromen durch den Mund durchschießt und wie man einfach nur, man findet es einfach nur geil. Also das ist unvergleichlich mit irgendeinem anderen Geschmackserlebnis. Und mit fettigen Händen. Kurzer Schnitt, die drei Toppings sind jetzt alle angerichtet und wir gehen der Reihe nach weiter. Von ohne Steak über Steakgewürz jetzt hin zu Chimichurri. Ich muss sagen, ich liebe Steaks quasi ohne alles, mit ein bisschen Salz oder Steakgewürz. Ich liebe aber auch Steaks mit Chimichurri, hatte es allerdings bei Wagyu noch nie. Deswegen für mich jetzt absolute Premiere, Wagyu Steak mit Chimichurri auf euch.
gut, wenn nicht sogar geil, geschmacklichen Highlight. Aber die Chimichurri ist mir zu intensiv bei diesem Aroma von Steak. Dadurch, dass ich es pur gegessen habe, mit Steakgewürz gegessen habe, diese Chimichurri überlagert das. Die Säure daraus, die Kräuter, die überlagern diesen fantastischen Geschmack von diesem Steak. Muss ich sagen, beim normalen Steak sehr gerne, vor allem mit Beilagen und Co. absoluter Hit. Bei einem Wagyu Steak muss es nicht sein. Jetzt machen wir weiter mit einem absoluten Geschmackshighlight, auch bei einem Wagyu Steak, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und zwar gebeiztes Eigelb, hier drüber geraspelt. Auf euch. Warum ist das so ein Highlight? Dieses gebeizte Eigelb ist richtig schön aromatisch würzig. Es ist wie, als würde ich mein Steak mit Salz würzen und dazu noch eine cremige Note mit beigeben, weil dieses gebeizte Eigelb so cremig ist und im Mund dahin schmilzt. Zusammen mit diesem Wagyu-Fett und dem Geschmack von dem Rindfleisch, himmlisch. Ich darf leider nicht noch eine Tranche essen, mein Team will ja auch noch was haben. Deswegen probieren wir jetzt einmal das Steak mit der Schokolade. Auch das habe ich noch nie probiert, soll wohl ein Hit sein. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das was kann. Auf euch. Also erstmal wow. Ich hätte diese Kombi niemals für geschmacklich attraktiv gehalten, ist sie aber. Ähnliches Ergebnis wie bei der Chimichurri. Bei einem anderen Steak würde ich sagen phänomenal. Beim Wagyu verzerrt es mir so ein bisschen den Geschmack, aber es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt wirklich, wirklich gut. Dieses leicht Süße aus der Schokolade, dieses Herbe kommt kaum raus, so Nachgeschmack so ein bisschen, aber es vermengt sich so ein bisschen mit dem Fleisch und macht das Geschmackserlebnis sehr rund. Viel besser, als ich erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Jetzt darf aber das Team essen und dann gibt es das abschließende Fazit. Alles verputzt. Alle drei Varianten haben dem Team geschmeckt. Trotzdem war das Geschmackshighlight das mit dem gebeizten Eigelb, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Auf Platz Nummer 2 würde ich sagen, war die Schokolade, war wirklich ein Überraschungsergebnis, hat jeden überrascht, dass es wirklich so gut schmeckt und so gut harmoniert. Und auf Platz 3 war die Chimichurri, aber das lag wirklich an dieser hohen Qualitätsstufe von Steak. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo für den Kanal da lassen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.